Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Rheingold-Express von der Baureihe 101, Lokomotive 001-6. Da hinten dran auch die entsprechenden Rheingold-Wagen. Und ich würde sagen, wir steigen ein hier in Koblenz Hauptbahnhof, linke Rheinstrecke, rüsten auf und öffnen erstmal die Türen auf der rechten Seite. Bremsschlüssel auf aufgesperrt. Wir bremsen rein, damit wir nicht wegrollen. Signal schon auf Fahrt. Stellen hier einmal das Display um auf die Fahrmotoransicht. Dann drehen wir uns einmal nach hinten um. Schalten uns die, ja, die SIVA lassen wir aus. PZB und LZB machen wir uns an. Und die Lichter auf Spitzensignale. Dann setzen wir uns wieder hin. Können noch die AFB freigeben. Können wir hier unten machen mit diesem Schalter. AFB, AFB, AFB. Sehr gut, AFB im Probelauf, das passt soweit. Stellen wir die AFB mal auf 40 für die Ausfahrt. Ja, wobei können wir nicht direkt schon auf 120 stellen. Türen können wir schließen. Ja, ganz kurz hier zu dem Szenario. Das ist von meinem guten Freund, dem Cat Gaming, genauso wie auch die Repaints sowohl für die 101 als auch für die Rheingoldwagen gibt es im Creators Club. Wenn ich dann dran denke, dann packe ich die Links dazu in die Videobeschreibung. Sollte das nicht der Fall sein, dann erinnert mich da gerne nochmal dran, dann werde ich das noch nachholen. So, schauen wir mal, dass wir noch einen kleinen netten Screenshot hier vielleicht machen können. Schon mal uns die Kamera irgendwie so hin positionieren, wie ich sie gerne hätte. Setzen wir noch den Fokus so. Ja, einmal hier. Das sieht doch sehr gut aus. Einmal von der anderen Seite so schön angeleuchtet. Ja, dann machen wir noch im Laufe der Fahrt noch ein, zwei mehr Fotos auf jeden Fall. Genau, ganz kurz hier zu den Wagen. Auch hier repainted von AKE. Innenräume natürlich unverändert. Und hier mit dem Fahrplan. Wir haben zwei Zwischenhalte, unter anderem in Bobhardt. Und genau. Ich würde sagen, wir setzen uns rein in die Lok und fahren ab. Einmal ganz kurz noch geguckt, ob wir noch irgendwas ändern müssen. Zugsammelschiene ist an. Das passt soweit alles. PZB funktioniert. Zuglichter machen wir noch an. Signallichter sind an und jawohl. Auf geht's, nächster Halt Bobhardt in 13 Kilometern. Entlang des Rheins. Hier noch ein Poster. Juche, ab in die Berge. Vielleicht ein Hinweis auf eine kommende deutsche Strecke. Wer weiß, wer weiß. So, dann können wir uns auch befreien. Ich glaube, das ist ein eher moderner Fahrplan, in dem wir heute unterwegs sind. Wir sehen es ja auch hier, die Verkehrsroute 628 hier neben uns. Sehen wir mal hier aus dem Führerstand heraus. Auch irgendwie ein schönes Bild, oder? So. Ja. Es gab vor kurzem ein Update für den TSW 4, wo unter anderem die ein oder anderen Fixes dabei sind für den Vectron. Und es gab ein neues Soundset, oder es gibt ein neues Soundset für die Baureihe 182, die Dispolec-Variante, also die gelbe, die es für Kassel-Würzburg gab. Die Sounds sind so lala, also ist auf jeden Fall zumindest die Anfahrsounds sind ein bisschen besser geworden als das, was wir ursprünglich im Spiel hatten, aber ehrlicherweise immer noch nicht so wirklich gut. Aber es sind wohl anscheinend neue Sounds, scheint mir auf jeden Fall so zu sein. Und das macht ja die Hoffnung, also anscheinend hat bei DTG irgendjemand neue Sounds aufgenommen für die 182. Was für mich so ein bisschen darauf hindeutet, dass wir vielleicht irgendwann noch eine weitere kriegen werden. Weil warum sollten die nur für ein Update von der Lok neue Sounds aufnehmen? Das ist ein bisschen sehr, sehr viel Aufwand für sehr wenig Ertrag, ehrlicherweise.
Und das lässt mich vermuten, dass wir vielleicht in irgendeiner zukünftigen Strecke, jetzt nicht mit der Maintalbahn, aber vielleicht die deutsche oder die österreichische Strecke, die danach kommt, dass da vielleicht irgendwie ein neuer Taurus kommt, weil Sounds aufgenommen worden sind. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich nehme mal ein bisschen die Bewölkung raus. Dann sieht es noch ein bisschen hübscher aus. Ja, so ist ein bisschen besser. Also schauen wir mal. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, was uns da noch erwartet in Richtung Taurus. Und jetzt fahren wir aber erstmal hier entspannt am Rhein entlang. Und wie gesagt, wir haben zwei Zwischenhalte, Szenario von Cat Gaming, Repaints ebenfalls. Was mit dem Update auch dazugekommen ist, das war die Kompatibilität für Leute, die am PC sind, dass Mods als Packfiles allesamt jetzt funktionieren sollen. Das heißt also, Klartext gesprochen, alle Mods, die mit TSW4 nicht mehr funktioniert haben, hätten jetzt eigentlich funktionieren sollen. Doof nur, dass das nicht funktioniert hat, dieser Fix. Und alles sogar noch schlimmer dadurch geworden ist, dass alle anderen Mods dann auf einmal auch nicht mehr funktioniert haben, also sowas wie die God Mode und so. Aber dann kam tatsächlich noch in der gleichen Nacht ein Update, das praktisch dieses Update zurückgenommen hat. Heißt also, wir sind jetzt beim gleichen Stand wie vorher, dass die Mods, die mit TSW4 nicht mehr funktionieren, immer noch nicht funktionieren. Aber wenigstens funktionieren die Core-Mods, also sowas wie hier die God Mode, sehen wir hier oben, das funktioniert zum Glück immer noch. So kleine Lockfahrt hier, 185. Aber gut, immerhin war der Wille da bei DTG, dass man der Mods tatsächlich da den Mod-Support hochbekommt, aber ja, der Wille war da. Die Ausführung war dann eher mangelhaft, aber das lässt vielleicht zumindest darauf hoffen, dass irgendwann mal in irgendeiner Zukunft da doch nochmal der Fix kommt, und zwar so, dass er auch wirklich Sachen fixt und nicht kaputt macht, dass tatsächlich dann auch die restlichen Mods dann auch funktionieren. Wie gesagt, das ist nur relevant für all die, die am PC sind, die, die auf der Konsole spielen, denen kann das sowieso egal sein. Früh morgens hier mit unserem Rheingold. Weiterhin 140 km/h, die wir fahren dürfen, halt in 6 Kilometern. Wir haben, das war jetzt die Kilometrierung 106, das heißt also ungefähr bei 100, also 100 Kilometer und 600 Meter war das da vorhin, ne? Und wir müssen bei ungefähr Kilometer 106 anhalten. Da links noch eine Burg. Und da kommt das nächste Örtchen, durch das wir schon durchfahren. Signal weiterhin grün. Hervorragend. Wir können mal ganz kurz ein Foto machen, finde ich, hier so in dieser Kurve. Ups, da hat es ein bisschen geladen. Oh, ja gut, so richtig viel kann man nicht sehen. Aber ich finde das immer in Kurven ganz schön, wenn man die Wagen dann auch im Hintergrund sehen kann. Das macht das Ganze noch so ein bisschen ansehnlicher. Oder vielleicht hier so von unten. Ja, das geht. Gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr. Das ist auch noch ganz hübsch. So, dann brausen wir einmal durchs nächste Örtchen durch.
nämlich Spei. Jetzt fahren wir hier praktisch durch eine recht langgezogene Rechtskurve an Spei vorbei. Da kommt eine S-Bahn oder eine Regionalbahn, Baureihe 425, also ordentlich KI-Verkehr auch hier unterwegs bisher. So, und jetzt geht es auf eine Gerade und danach folgt eine sehr, sehr hübsche Linkskurve. Bisschen neblig ist es heute schon. Ihr seht's, da liegt der Nebel auf dem Rhein. So, vorbei hier an diesen wundervollen Weinanbaugebieten, an diesen Weinreben. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein Foto machen, hier in dieser Linkskurve. Na, hier vielleicht noch nicht, aber jetzt gleich in der nächsten. Jetzt geht es nochmal kurz gerade und dann können wir hier, hier so. Das ist ein guter Standpunkt, Standort für ein Foto. Der Traum eines jeden Trainspotters, ne? Dass man einfach so die Züge anhalten kann. Wir nehmen mal die Belichtung ein bisschen runter. Jawohl, ein bisschen die Helligkeit dafür hoch machen. Genau. Das hat können wir gerne auch ausblenden an dieser Stelle. Und ja, einmal hier so ein hübsches Foto. Von der anderen Seite vielleicht so, dass man den Rhein auch noch sehen kann. So. Und noch ein bisschen reingezoomt hätte ich auch noch. Also noch mal ein bisschen das Sichtfeld verkleinern. So. Und jetzt den Fokus nachziehen. Schade, dass es keinen manuellen Fokus gibt. So. Also Leute, das ist doch mal ein Bild, oder? Hier bin ich selbst ein bisschen beweihräuchern, aber es sieht schon hübsch aus. Also auch hier gerade so mit dem Rheingold am Rhein, da kann man echt nicht meckern. Oh, was auch noch vielleicht ganz hübsch ist, ist vielleicht irgendwie sowas mit den Weinreben im Hintergrund. Schön. So, wir sind zu schnell. Ankündigung auf 110 anscheinend komplett verpasst. Die sogenannte Traumschleife, die wir übrigens gerade durchfahren sind oder haben. So, Ankündigung auf 100. Dann setzen wir die AFB mal auf 100. Und dann sind wir hinter dieser Kurve auch schon in Bopphardt. Genau, da vorne ist Bopphardt, der Bahnhof. Ehemalige Reichsstadt. Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Mittelrheintal. Und wir haben die Ehre, hier anhalten zu dürfen. Wir hauen schon mal die E-Bremse rein. Und jetzt aber auch durch die Zugbremse. So, das müsste eigentlich passen von der Bremskraft her.
So, wir lösen noch mal aus. Und ziehen die Bremsen jetzt noch mal an. Und halten an. Bremse lösen. Hervorragend. So, Türen auf. Hier in Bobhart. Das ist ja mal witzig. Als ob hier ein Signal steht in Realität. Das glaube ich nicht. Also das muss irgendwie ein Fehler sein, dass das Signal da steht. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, wundervoll hier Bobhart. So, Türen können wir auch schon schließen. Schließvorgang eingeleitet. Türen sind zu. Wir lösen die Bremsen. So, Traktion wird aufgebaut. Und dann schalten wir die Leistung auf und fahren 100 km/h und halten als nächstes in Bingerbrück in 36 Kilometern. Also haben jetzt ordentlich Fahrt vor uns. Können die AFB schon auf 120 stellen? Denn die sind ab hier vorne erlaubt. Ja, die AFB, der automatische Fahr- und Bremsschalter, den wir hier haben. So eine Art Tempomat. Ein Tempomat, der allerdings mehr kann als ein Tempomat. So könnte man vielleicht die AFB in aller Kürze beschreiben. Hier eine hübsche Kirche noch. Im gotischen Baustil. Ah, sehr schön. Um Punkt 6 Uhr morgens hat es hier noch geläutet. Ah, sowas mag ich immer. Solche Kleinigkeiten. Ist der Wagen hässlich oder ist er hässlich? So, nicht, dass er uns gleich hier überholt. Hat er schon. Sehr schön. Oh, hier links müsste es eigentlich eine kleine Sehenswürdigkeit geben. Nämlich den preußischen Meilenstein. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der hier auch zu sehen ist. Müsste eigentlich ziemlich genau hier sein. Nee. Anscheinend nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Hier oben, also jetzt hier auf unserer rechten Seite, gibt es eine Aussichtsplattform, aber die sehe ich auch nicht. Ist aber auch eine recht kleine Aussichtsplattform, muss man fairerweise dazu sagen. So, jetzt fahren wir vorbei an Bad Salzig. Gleich kommt hier der Bahnhof von Bad Salzig oder der Haltepunkt, glaube ich, ist das eher. Ja, sieht mehr aus wie ein Haltepunkt und kein Bahnhof.
Sehr, sehr, sehr schön. Also auch hier, ach, herrlich. Einfach schön. Einmal ganz kurz rausgesummt ein bisschen. So. Ankündigung auf 100. Und da kommt uns ein Güterzug entgegen. Das hier die Ortschaft ist Hirzenach. Sehr schön, einmal hier vorbei. Und das ist der Haltepunkt Boppard Hirzenach. So, Signale weiterhin alle Fahrt anzeigend, hervorragend. Wir dürfen 110 fahren. Hier links Ehrenthaler Wert. Diese Wert, die man hier sehen kann, an die wir jetzt gerade vorbeifahren. Eine kleine Insel im Grunde genommen. Auf der anderen Seite haben wir auch Ehrental, dieses Örtchen dort. So. Dieses Örtchen hier heißt Fellen. Oder ich weiß nicht mal, ob das wirklich ein Ort ist, wie man das bezeichnet. Vorbei hier am Yachtclub St. Goa e.V. auf der linken Seite. Also die haben dann hier ihre Yachten. Ja, Weltkulturerbe, beziehungsweise das Welterbe, die Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal. Da sind wir jetzt. Ups, das wollte ich nicht. Sondern die AFP auf 90 stellen, das wollte ich. So, und jetzt durchfahren wir auch St. Goa.
mit 90 km/h. Einmal durch den Tunnel. Da vorne die Lorelei. Nach dem Mythos bzw. der Erzählung von Clemens Brentano. Hier haben wir Camping Lorelei-Blick auf der linken Seite, so ein Campingplatz, an dem wir vorbeifahren. Ja. So sieht das hier aus. Mittlerweile übrigens auch mit Wasser und kein Parkplatz, kein asphaltierter Parkplatz. Ja, schön, oder? Auf in den nächsten Tunnel. Und dann sind wir auch schon vorbei an der Lorelei. Unser nächster halt immer noch über 20 Kilometer entfernt. Und der dritte Tunnel. Sieht auch sehr hübsch aus mit diesem Türmchen da. Jawohl. Ab hier dürfen wir dann 100 fahren. Also Leistung einmal zurück. AFB schon mal auf 100. Und dann dürfen wir gleich beschleunigen. Machen wir jetzt auch. Ja. Schön, schön, schön. Hier links Tauberwerth, auch so eine kleine Insel, so eine Art Sandbank. Und dann sind wir gleich auch schon in Oberwesel. Hier der sogenannte Ochsenturm, an dem wir vorbeifahren. Oh, 146 mit Dostos, hallo. Und das müsste ich überlege gerade, wie diese Burg heißt. Oh, 185 sogar hier mit Repaint von Captrain. Auf den Namen komme ich jetzt gerade nicht. Das ist auch mal ein schönes Bild, oder? Rheingoldwagen und diese Burg hier. So, wir dürfen 140 fahren. Machen wir auch.
Das hier links, der Ort heißt Kaup. Eine Stadt. Da kommt wieder was. Hier links das Kauberwerth. Auch hier wieder, ne, diese Aufschüttung, diese kleinen Inseln. Ich weiß gar nicht, ob die ehrlicherweise natürlich entstanden sind oder nicht. Und das hier, kleine Zungenbrecher, Bacharacher Wert. Wir sind zu schnell. Einmal runter auf 120, und zwar pronto. Und dann einmal hier vorbei an Bacharach. Hier wohnen, schön, oder? Kann man immer direkt die Züge sehen, wie die am Schlafzimmer vorbeifahren. So, einmal vorbei an Bacharach. Übrigens links von uns Hessen. Wenn wir jetzt den Rhein überqueren würden, wären wir jetzt in Hessen. Und wir sind aber gerade in Rheinland-Pfalz. Das hier ist die Ruine Burg Fürstenberg. Hier rechts oben jetzt. Also hier. Und das hier ist der Lorcher Wert. Wobei ich weiß gar nicht ehrlicherweise, was ist der Artikel von Wert. Der Wert, die Wert, das Wert. Könnte alles drei sein. Das hier ist Niederrheinbach, das wir gerade vorbeigefahren sind. Und hier Lorcher Wert ist übrigens in Hessen, witzigerweise. Sehr, sehr schön. So 8 Kilometer noch. Eigentlich müsste jetzt hier auf der rechten Seite noch eine Burg sein, nämlich Burg Soneck.
Mal schauen, ob es da ist oder nicht. Da, tatsächlich. Burg Soneck hier vorne. Und hier haben wir irgendwie so eine Art Industrie. Und die Abwasser werden direkt in den Rhein geleitet. Sehr schön. So, weiterhin 120, 5,8 Kilometer. Und dann sind wir auch schon jetzt gleich im nächsten Örtchen, nämlich Trechtlingshausen. Genau, das hier ist der Haltepunkt Trechtlingshausen. So, so, so. Hier auf jeden Fall Weinbau, auch wieder ganz viel auf der anderen Seite. Also hier Lokführer zu sein im echten Leben. Schon schön. So, Ankündigung auf 120, die fahren wir sowieso schon. So, wir haben Halt zu erwarten. Dann mal schnell runter mit der Geschwindigkeit. So, 1000 Hertz Prüfgeschwindigkeit ist unterschritten. Aber wir haben natürlich ein haltzeigendes Signal voraus, also müssen wir noch weiter runterbremsen. Allerdings noch nicht hier. Da. Hier ganz kurz vor Bingen am Rhein, wo wir auch anhalten müssen. Sehr schnell. Halt an. Auch einmal ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht. Aber okay. Dann stehen wir jetzt hier und müssen warten. Wir können ja mal nachfragen. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Schauen wir mal auf die Karte. Da steht nämlich jemand. Hat aber auch noch rot. Wir fliegen mal rüber nach Bingen. Einmal ganz kurz in unsere Drohne hier eingestiegen.
Ja, hier vorne die 628. So, und wann fährt die ab? Hat aktuell auf jeden Fall auch noch HP0. Ich frage mich gerade Folgendes. Ob das so geplant ist? Oder ob sich da vielleicht irgendwas verkeilt hat. Da sehen wir sogar noch die 628. Und frage mich gerade, ob wir eigentlich in einem Szenario den Free-Roam-Modus benutzen können, um uns Fahrzeuge hin oder weg zu spawnen. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich drücke die Tab-Taste, aber man kann sich keine wieso kann ich den Jeep nicht erzeugen? Oh, ich habe vermutlich die Runaway 11 Strecke nicht installiert. Ah, hat auf jeden Fall immer noch HP0 da vorne. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt hier noch so ein bisschen. Und wenn sich das aber nicht verändert, dann müssen wir das Szenario an dieser Stelle beenden. Kopf einziehen. Puff. Worauf wartet er, ist die Frage. Auf den Güterzug? Vermutlich nicht. Hat er denn vor sich noch irgendwie jemanden fahren? Das müssten wir vielleicht einmal kurz abchecken. Also der fährt sicherlich auch dann hier so lang. Mache ich. Die Signale sind alle rot. Da ist aber auch keiner mehr. Da ist ein grünes Signal, das aber in die andere Richtung. Da. Aber auf den warten wir ja unmöglich. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder möchtest du in die Richtung? Ah, ist es das, was er will? Vielleicht fährt er in die Richtung und dann wechselt er hier das Gleis und fährt uns entgegen. Aber selbst dann ist die Route hier immer noch frei. Ja. Leute, ich glaube, hier hat sich irgendwie was im Szenario festgefahren. Hier in Bingen am Rhein. Weil wir jetzt hier erstmal stehen. Und ich denke, dass es dann vielleicht sinnvoll ist, bevor wir uns hier noch den Wolf warten, das Szenario hier dann an dieser Stelle zu beenden. Ich bedanke mich trotzdem für die Fahrt mit euch zusammen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe, ciao.